Und wie sich mein Leben verändert hat. Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. I Crimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und heute gibt es wieder eine Episode von Würdest du eher in Fortnite? Aber heute gibt es mal eine Extremversion. Und zwar ist heute der liebe André mit dabei. Digga, ich mach mich schon mal warm für die Nacktklatsche. Ah ja, er hat es nämlich gerade schon verraten. Und zwar, Leute, ihr wisst, es gibt immer nur eine richtige Antwort. Zum Beispiel, würdest du lieber einen Haufen Kacke essen oder zwei Haufen Kacke essen? Da haben wir natürlich die richtige Antwort. Einen, also dafür würden sich mehr entscheiden. Ja, genau. Und der die falsche Antwort hat, der muss sich jedes Mal selbst eine Nackenschelle geben. Aber nicht so eine leichte, wie ich mir gerade gebe, sondern so richtig eine, die man im Mikro klatschen hört. So ein Ding ist das, ja? Und zwar nach jeder Antwort würde es heute Nackenschellen geben. Und dann würde ich mal überhaupt Leute verprügeln, den Like-Button, wenn ihr das Ganze feiert. Die letzten würdest du eher Episoden sind sehr gut bei euch angekommen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, weil wir sind auf der Road zu 2 Millionen Abos. Und ah, was steht denn hier? Creator Code iCramix OG auf jeden Fall im Itemshop eintragen. Und natürlich dürft ihr auch nicht gerne, nee doch, ihr dürft auch gerne André auschecken. Er macht auch Fortnite-Videos. Und dann würde ich mal behaupten, ab geht's auf die Map. Ach, ich hab noch gar nicht erwähnt, wer uns hier die wunderschöne Map gebaut hat. Und zwar hat mir die hier der liebe Alex Spielt TV auf Instagram geschickt. Ich glaube, da vorne stand auch auf Insta irgendein René oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall danke an euch, Paul Berger, für die Map. So, wir kommen zur ersten Frage. Es ist nicht so ein würdest du eher klassisch, sondern mehr so ein entweder du. Also man muss immer irgendwelche ekligen Sachen machen. Ich finde das ziemlich cool. Das war was anderes. Und zwar, entweder du nimmst einen Esslöffel Zimt. Was heißt OE? Oder ähnliches. Also so Pfeffer ist was ähnliches wie Zimt. Ja, so Pulver halt mal. Ah ja, okay. Oder ex 0,5 Liter Mineralwasser. Also das finde ich ist eine ziemlich einfache Sache. 3, 2, 1, let's go. Ja, also 0,5, das ist ja gar nichts. Ein Punkt. Hä? Hä? Das andere hätte mehr Punkte gegeben. Digga, müssen wir uns jetzt beide einen Klatscher geben, oder was? Ja, ich weiß nicht, wir waren beide. Sollen wir jetzt... Okay, komm, wir geben uns beide jetzt ein. Okay, warte, ich muss so, dass man ein Mikrofon hört. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, 3, 2, 1. Oh, hast du meins auch klatschen gehört? Ja, Mann. Oh. Ach du Scheiße, wenn das so weitergeht, mein Nacken ist rot. Sie sind am Arsch, Digga. Und dabei habe ich heute nicht mal ausgegeben, wenn ihr versteht, wie ich meine. So. Okay, nächste Frage. Entweder du nimmst eine Woche den Creator-Code von einem deiner Freunde oder entweder du zahlst einem deiner Freunde eine halbe Tankfüllung. Ja, kommt drauf an, was für ein Auto, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, Digga, das ist... Wenn es so eine Tankfüllung für einen Mofa ist, dann würde ich meinen eigenen Creator-Code nehmen. Aber so ein G-Klasse Brabus würde ich ungern die Hälfte volltanken. Man kauft schon viel, Digga. Creator Code lohnt sich meistens schon, aber. Ja, aber also, das ist ja im Prinzip nur ich selbst. Ist ja nicht nur so. Also, das bedeutet ja nicht, dass mein Creator Code eine Woche lang nicht existiert, nur dass ich den nicht eine Woche nehmen muss. Weißt du? Also, ja, aber ich meine, in der Woche kaufst du schon viel, aber ich glaube nicht, dass das eine Tankfüllung ist. Nee, ich würde auch eher. Also, wenn man jetzt rein auf finanzieller Basis unterwegs ist, würde ich hier eher eine Woche einfach nicht meinen Creator Code verwenden. Genau. Ey! Bist du schon wieder falsch? Hä? Bruder, also unser Nacken wird glühen. Bist du bereit? Ja. Übrigens, Leute, iCramix-shop.de, meine neuen Hoodies. Leute, es wird kalt draußen. Werdet nicht krank. Gönnt euch meine neuen Hoodies. Okay, let's go. Bist du bereit? Ja, ja. Okay, 3, 2, 1. Ach. Digga, es wird jetzt schon ekelhaft. Hä, aber. Ey, was war das denn? Ich glaube auch, wir sind zu lost dafür. Okay. Entweder du rufst deinen Manager an und sagst, du willst kündigen, löst danach auf, also ist ja nur ein Prank dann. Yeah. Oder postest in deine Insta-Story, dass dir YouTube gar keinen Spaß mehr macht. Ja, also für mich ist das voll easy. Digga, ich würde beides machen, juckt mich nicht. Ja, also, obwohl, nee, egal. Okay, dann 3, 2, 1. Ich sag hier. Warte mal, echt? Ja, ich würde danach einfach noch eine Story machen und sagen so, hey, war nur Spaß. Ja, okay, aber ich finde, das ist eher so voll unlustig und scheiße für die Community, weil die denken dann, du hättest keinen Spaß mehr, weißt du? Und das ist so, Manager, alter Manager, bezahlst du. Du kannst so vom Ding her auch, keine Ahnung, was erzählen. Ja, so. Das ist dein Knecht. Also mein Manager, wenn du es... Okay, ja, denkst du... Okay, egal, wir lösen auf. 3, 2, 1, let's go. Okay, dann ich glaube, unser Nacken bleibt verschont jetzt. Okay, ich glaube, 2 Punkte für uns beide. Ich glaube, diesmal bleibt er verschont, ja? Ja, Mann. Hä? Warum gibt es auf einmal zweimal 2 Punkte? Aber okay, egal. Komm, du darfst nochmal vorlesen. Okay, Max, entweder du schüttest dir ein Glas Wasser über den Kopf. Aha. Oder du schüttest dir einen Teelöffel Zucker über den Kopf. Okay?
Okay, ja gut. Dann, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, let's go. Ich nehme Wasser. Hä? Aber danach ist deine Haare nass. Deine Haare und so. Ja, nee, das ist doch... Das fällt doch einfach wieder raus. Doch nur Pulver vom Ding her. Ja, wenn deine Haare nicht gemacht sind, mein Lieber. Wenn sie gemacht sind, Gel drin ist, ist am Arsch. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich bin nicht so viel am Arsch, wie wenn du dir Wasser über den Kopf schüttest. Ah, vielleicht habe ich auch verkackt, Digga. Okay, let's go. 3, 2, 1, wir lösen auf. 2. Gib dir die Nackenschelle. Nacken brennt jetzt schon. Okay, ich mach. Ich mach jetzt einen richtig heftigen, okay? Ja. Einen richtigen. Ja, komm, richtig asozial. Digga, der hat so geklatscht, Bruder. Digga, mein Nacken ist schon heiß. Das Lustige ist einfach, ich hab dabei deinen Skin angeschaut. Okay. Nächste Frage. Aber warte mal, bis jetzt liege ich aber in Führung, ne? Vom Ding her, du hast ja einen mehr als ich. Ich hab einen mehr, ja. Okay. Entweder du bestellst jetzt etwas zu essen oder du demonetarisierst dieses Video nicht. Du monetarisierst dieses Video nicht. Ja gut, dann bestell ich mir was zu essen. So ein Ding ist das. Ja, bei dir wird sich das nicht lohnen, aber bei mir ist anderes Level, Digga. Na, obwohl... ich werde auch hier nehmen. Ja, Digga, guck mal, da kriegst du was. Du kriegst was zu essen und dein Cashflow läuft ja trotzdem noch. Also da muss man einfach wie ein Businessmann denken. Okay, so. Gut, dann 3, 2, 1, wir gehen rein. Let's go. Hä? Digga, irgendwas checken wir hier gerade nicht so. Sind wir irgendwie zu lost für das Spiel, oder? Ja, gut, dann, du weißt, Bruder, das bedeutet, wir müssen uns beide wieder eine Schelle geben. Okay. Oh, Leute, ihr hört gleich wieder das Klatschen. Bist du bereit? Ja, Mann. Warte, ich muss meinen Nacken erst so ein bisschen weich massieren, warte. Ja, hab ich schon auch eben. Okay, dann 3, 2, 1. Ach, Digga. Wie lang sind das, Digga? Ey, Bruder, das wird langsam ekelhaft, ohne Spaß. Ah, mein Nacken. Ich werde euch am Ende des Videos meinen Nacken zeigen. Ja, ihr werdet denken, ich habe ganze Familie eingeladen. So, okay. Entweder du zockst für 2 Tage kein GTA 5 mehr oder du zockst für 2 Tage kein Fortnite mehr. Okay. Ich glaube, für dich ist es relativ einfach, weil du spielst ja eigentlich nur das eine Spiel. Boah, bei mir ist jetzt halt so das Ding. So, du zockst ja beides ungefähr gleich, ne? Ich zock beides echt gleich. Also wenn wir jetzt rein mal YouTube-mäßig denken, ist bei mir eigentlich immer abwechselnd der Content. Das heißt, von dem her ist gleich GTA oder Bruder, ich nehme 2 Tage kein Fortnite. GTA ist einfach Liebe. Okay. Okay, Digga. Dann 3, 2, 1, let's go. Nein! Ahaha! Gib dir Nackenschelle. Okay, bist du bereit? Give me that slap, ja. Yeah. Ich muss einmal kurz massieren. So, okay. Oh mein Gott, das hat der Alter. Ich kann da ja nicht schlafen. Das hat ja anders reingescheppert, Bruder. Ey Leute, ich feiere dieses Video, dieses Format gerade unfassbar. Wenn ihr auch davon einen zweiten Part haben wollt, verprügelt ehrlich mal den Like-Button. Zeig's mal mit einer Bewertung. Also feiere ich auf jeden Fall. Ja, Mann. So, nächstes. Entweder du rappst 30 Sekunden lang wie dein Lieblingsrapper. Oder du spielst 1 Minute lang Gollum aus Herr der Ringe. Beides cringe. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Ich nehme hier. Auch lieber rappen. Bruder, du weißt, wir müssen jetzt beide wie unsere Lieblingsrapper kurz rappen. Hau ab, Digga, ich hab nicht meine. Okay, pass auf, wir machen's so. Ja. Wenn wir uns eine Nackenschelle geben müssen, dann nehmen wir nur die Nackenschelle, aber wenn wir Punkte bekommen, dann müssen wir unsere Lieblingsrapper rappen. Okay, dann mach ich die Beat und du rappst, okay? Okay, ja. Okay, let's go. Bitte 1 Punkt, Digga, ich will lieber Nackenklatscher. Yeah. Okay, wir wurden verschont. Okay. Warte. Willst du jetzt rappen, oder? Ja, warte, ich will kurz trotzdem was rappen. Okay, ich mach Beat. Warte, ich mach einfach kurz den UFO nach, Leute. Ne, wer vielleicht das Musikvideo von UFO kennt aus Verändert, oder wie heißt das, wie sich mein Leben hat verändert. Ich glaube, da ist er irgendwie so voll auf, keine Ahnung, auf, wie heißt das, auf Lean. Er sitzt einfach die ganze Zeit so auf der Couch. Guck, wie sich mein Leben hat verändert. Guck, wie sich mein Leben... So, okay. So. Ja, gut, Leute, dann weiter geht's. Let's go. Richard, Millie, Ice, out. Ja, gut. Entweder du schickst der letzten Person, mit der du auf WhatsApp geschrieben hast, ein Grimassen-Selfie oder du nimmst einen Schluck Wasser und singst gurgelnd alle meine Entchen. Boah, warte mal, ich muss mal gucken, mit wem ich geschrieben habe. Also die letzte Person ist, glaube ich, Mylin, der ich geschrieben habe. Ja, es ist Mylin, also meine Freundin. Und die hat schon ganz andere Bilder. Nee, aber so gurgeln finde ich jetzt schon beides. Also bei mir wäre jetzt beides nicht schlimm so.
Ich schicke so gefühlt jeden Tag meiner Freundin eine Grimasse. Ich nehme trotzdem Wasser jetzt. Ich nehm jetzt einfach. Ja, da musst du es jetzt aber auch machen gleich. Da musst du auch eine Grimassen-Selfie schicken. Digga, chill, warte, mach ich sofort. Okay. Warte. Und zeigen kurz in der Kamera. Und ich weiß, warum ich hier rübergegangen bin. Ich würde zwar eher Grimassen nehmen, aber aus taktischen Gründen, weil ich wette, die meisten sind eher für das Wasser-Ding. Ja? Okay, habe ich. Gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Nein. Erik nimmt. Erik nimmt. Warte, ich muss erstmal kurz googeln. Ja, was? Okay, reicht jetzt. Gib mir eine Nackenschelle. Gib ihn. Ah, warte, kurz einmassieren. Oh ja. Oh, Bruder. Tu es, Digga. Tu es. Ich hab doch schon. Hast du nicht gehört? Hat man nicht gehört. Was? Also vorhin habt ihr was gehört? Schreibt mal in die Kommentare. Halt's Maul. Halt's Maul. Ich hab voll gemacht. Das ist nur diese auf TS, diese automatische Spracherkennung. Genau. Entweder du fragst deine Mutter oder deinen Vater, wo du gezeugt wurdest. Ja, gut, ich weiß schon. Naja, Spaß. Oder du isst ein Stück Zahnpasta. Boah, Digga. Ja, gut, 3, 2, 1. Ich habe aber gehört von Zahnpasta, wenn man das isst, kriegt man so richtig hart dünn Schiss und so. Echt? Ja, Mann. Boah, geil, beste Leben. Was? Oh, ey, Digga, was ist das denn? Wie viele Fragen sind das denn noch? Muss ich mir hier schon wieder eine Nackenschelle geben? Okay, wir machen wieder zusammen, Bruder, okay? Okay, okay. Warte, ich will deinen Skin anschauen. Wir machen wieder zusammen. Okay. Okay, 3, 2, 1. Oh, Bruder, der Alter. Ich glaube, das war bis jetzt der Schlimmste. Der war komplett assi. Entweder du spielst einen Wutanfall vor oder spielst einen Orgasmus vor. Also das ist mein Daily Life hier, Digga. Auf ja gut, also ich bin auch eher für das, weil das andere wäre einfach ultimativ cringe. Unnormal. Okay, machen wir rein. Ja, komm. Digga, ich sag, das ist ein Punkt. Hä? Ich check, das ist ein Troll. Digga, das ist ein Troll, würdest du eher. Das kann doch gar nicht sein, dass irgendjemand sich denkt, ich würde lieber einen Orgasmus vorspielen, als kurz einfach mal auszurasten. Anscheinend schon. Ich raste 10-mal am Tag aus. Ey. Ja, okay. Warum machen wir das Video, Bruder? Ich weiß nicht, du wolltest nicht. Ja, okay. 3, 2, 1. Digga, das zwirbelt aber auch immer rein, ey. Das scheppert richtig rein. Es hört auch nicht auf. Es hört auch nicht auf hier. Stell dir mal vor, das sind so 100 Fragen oder so. Boah, Alter, auf einmal wie so, Digga, komplett Dings. So, entweder du brüllst aus dem Fenster, ich heiße André und bin ein Esel. Ja. Oder du hüpfst quakend wie ein Frosch durch den Raum. Puh. Ah, ich würde das Esel-Ding nehmen. Ja, ich glaube auch. Das habe ich schon mal gemacht. Okay, dann let's go. Ja! Keine Nackenschellen für uns. Ja, sehr gut. Ah, oh, okay. Entweder du abonnierst PewDiePie auf YouTube oder du likest Alex Spielt TV sein letztes Video auf YouTube. Ah, oh, da will er ein bisschen Pump machen, der kleine Popper. Ja. Also aus taktischen Gründen würde ich jetzt hier mal das machen. Glaube ich auch, Digga. Ja, gut. Ah, okay, beides. Okay, beides. Entspannt. So. Ah, okay, da sind wir jetzt auch schon durch. Danke fürs Zocken. Danke für die Map, Alex Spielt TV und René 582 und Milan. So, werden ja immer mehr. Wir tauchen da noch als nächstes auf. Als nächstes steht ja noch und Yusuf und Hamudi und Hassan. So, Leute, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Wenn ihr wollt, dass wir das nochmal machen, lasst ein Like da. Vielleicht können wir das ja nächstes Mal mit Chili-Bestrafung machen. Das wäre auch krank, Bro. So, Leute, das jetzt hier noch kurz Aftertake. Ob mein Nacken rot ist, will ich mal kurz filmen. Ich hoffe, man sieht das. We'll be right back.